Wir kommen heute mal wieder zu einem Blick durch die Clicker Idle und Incremental Games. So, das nächste Spiel in der Liste ist wieder Holiday City Reloaded. Und heute kann ich euch endlich zeigen, wie es jetzt in dem Marina-Teil aussieht. So, aber erstmal alles auf aktuellen Stand bringen. So, soweit ich weiß, habe ich meinen Twitter-Code heute noch nicht eingelöst. Jawohl. Den Daily Rewarte, da ich nach Mitternacht noch gespielt habe, der ist schon erledigt. Jetzt bin ich bei 39 und ich habe inzwischen bereits den nächsten Profit freigeschaltet. Das heißt, ich spare jetzt auf 50, um dann ja, einen 81 Multiplikator zu kaufen. Auch hier, der ist wieder freigeschaltet worden, eben mit den Office Upgrades. Mal gucken, wo ich da jetzt aktuell bin. Max Upgrades bin ich jetzt bei 40, also kurz davor sind die freigeschaltet worden. Nee, wobei ich glaube, das ist Manager Investment Account sind die 122, also wahrscheinlich irgendwo bei 120 ist der freigeschaltet worden. Genau, Manager und Investments. Das heißt dann, deswegen, wenn ihr gerade so knapp davor seid, überlegt euch lieber noch ein bisschen zu warten, bis ihr das nächste Update habt und dann habt ihr dann den nächst höheren Profitmultiplikator zur Verfügung. Bei den Ressourcen hat sich bisher nichts getan. Mal gucken, ob da auch noch irgendwann was dazu kommt. Also fangen wir aber erstmal von oben an. Upgrades kaufen, Events. Da kann ich hier natürlich den nächsten einlösen. Die Tickets löse ich auch gleich mit euch ein und keine Sorge, das dauert nicht sehr lange. Bei den Contracts, bei den Agents, also ihr seht den Achter, den habe ich glaube ich beim letzten Mal schon mit euch zusammen ausgewählt, den hochzusetzen. Also es geht kreuz und quer, ob da jetzt ein Einser kommt oder eben ein bestehender schon hochgestuft wird. Mir fehlen aktuell noch 100 für den nächsten Contract. Und was ich besonders spannend finde oder hilfreich, ich habe freie Tickets mal wieder zur Auswahl. Ich weiß nicht, in welchem Abstand das kommt, irgendwie einmal pro Woche, alle zwei Wochen, dass man hier ein paar Tickets nochmal zusätzlich bekommen kann. Was auf jeden Fall mir aufgefallen ist, dass dieser Reward-Multiplikator, bei Midas Gold Plus ist es ja so, dass bei dem Event das immer weiter hochgezählt wird. Und hier scheint es so zu sein, dass es jetzt irgendwann ein Reset gab. Ich habe nicht genau mitbekommen, an welcher Stelle das gewesen ist. Auf jeden Fall ist es eben wieder runtergegangen, das heißt die Anzahl brauchte weniger und ich kriege aber auch weniger Goldmünzen entsprechend ausgezahlt. Im Moment bin ich jetzt dabei, mein drittes Prestige-Item zu bekommen oder mir zu erspielen. Und was ich sehr, sehr praktisch finde, weswegen ich jetzt auch nur noch diese 10er-Kombos mache, weil während des 1er, ihr seht ja, wie lange das dauert, das heißt klick, 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 dann dreht er sich ein paar Mal, bis er dann mal irgendwann stehen bleibt. Und ja, das ist ein bisschen langweilig, das dauert mir einfach zu lange. Deswegen, nachdem ich das einmal ausprobiert habe mit dem 10er-Tickets, ist das super geil. Einfach zack, 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 zack und klick, 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 klick geht das durch. Und ich sehe gleich, was ich bekomme und muss mir da nicht lange Gedanken machen. So, also hier sind jetzt auf 16 gestiegen. Schauen wir mal, ob wir irgendwie ein Reset mitbekommen. So, dann spielen wir die nächsten 10 aus. Und wenn ihr ohnehin im 10er-Spielmodus seid, könnt ihr auch bis unter 10 runterspielen. Also das ist dann überhaupt kein Problem. Weil normalerweise ist ja dieser 10er erst verfügbar, wenn ihr mindestens 20 Tickets habt. Aber ihr könnt dann auch die alle komplett verspielen. Okay, hier habe ich wieder ein weiteres Token bekommen. Das heißt, es fehlen jetzt nur noch 2 Token. Und ich bekomme jetzt hier den nächsten Bonus. So, genau, die 135 und jetzt den 20er, 15, das geht jetzt nicht ganz auf. Außer mal sehen, ob ich jetzt noch ein paar Tickets bekomme. Dann könnte ich vielleicht noch einen weiteren 10er spielen. Aber es sind 2 Tickets dabei. Das heißt, ich kann genau bis auf 0 runterspielen. Und das ist, wie gesagt, ziemlich praktisch, weil es einfach sehr, sehr viel schneller und entspannter ist, als so lange zugucken zu müssen, bis sich dieses Ding da mal zu Ende gedreht hat. So, also noch bleibt der Multiplikator hoch. Mal sehen, ich werde auf jeden Fall weiter darauf achten, wann der sich zurücksetzt und wann es dann niedrigere Boni gibt. So, mehr habe ich jetzt nicht und 1300. Das heißt, ich kann jetzt mit euch gleich noch ein paar Upgrades kaufen, was die Contract Angels angeht. Also nur, okay, es sind Agents, keine Angel. So, also das eine ist das Haus, das andere ist die Fabrik. 1 hoch 5, 1 hoch 3, okay, da ist klar, was ich nehme, die Fabrik natürlich.
So, jetzt wieder das Haus oder der Bürger. Das oder Bürger. Bürger gewinnt. Ist natürlich alles nur eine Momentaufnahme, weil es kann natürlich jederzeit eigentlich hier geändert werden durch so einen Profitmultiplikator, wie zum Beispiel der hier. Da gibt es 111 dazu. Aber im Moment gehe ich erstmal davon aus, den Status, den ich erreicht habe, weil das andere kommt ja eh erst dann später. Genau, also Bürger hat man, hatte ich gesagt. So, jetzt kommt das Ding wieder. Und dazu die Farm. Mit 104 gewinnt aber die Farm. Das heißt, er hat noch keine Chance, da aufzukreuzen. Interessant ist, dass der jetzt immer wieder auftaucht. Vielleicht ist dann doch so ein gewisser Wahrscheinlichkeit höher, dass man eben ja, die niedrigen Level erstmal bekommt. Weil ihr seht, ich habe jetzt hier überall die Einsen drin. Und er ist jetzt der Letzte oder vielmehr eine Sie, die dann dort den Multiplikator bekommt. Aber die Kaffeesachen, naja, obwohl, die liegen nicht so weit vorne. Und die haben ja jetzt schon Faktor 4. Das heißt, da würde sich ja auch nur das Ding verdoppeln. Das heißt, da wäre es schon interessant, dann wahrscheinlich einfach sie zu nehmen, um da einen Anschluss zu finden. Aber das steht jetzt eh noch nicht an, weil dazu fehlen mir jetzt noch ein paar Goldmünzen. So, hier jetzt mal noch die nächsten Upgrades kaufen. Dann ist das auch soweit durch. Und jetzt hier, gut, den Port kennt ihr ja, da hat sich nichts geändert, da kann man die Materialien verkaufen. Und das sind die Ship-Missionen. Das heißt, hier habe ich jetzt die Möglichkeit gehabt, in meinen nächsten 12 einzusammeln. Starte ich gleich mal die nächste 12-Stunden-Mission, weil vorher werde ich da wahrscheinlich eh nicht wieder vorbeischauen. Und diese Perlen, die man hier einsammeln kann, dienen letztlich für den Marinahafen dazu, die Items zu kaufen. Hier habe ich die ersten vier schon komplett. Das heißt, Happiness Bonus, Production, Sektor Profit, Production, Sektor Profit nochmal und wieder Happiness Bonus. Und das nächste gibt wieder Production Sektor Bonus. Es dauert noch ja, 40, 28 brauche ich noch, also noch mindestens 3 mal 12 Stunden, bevor ich dann da genug zusammen habe. Ja, sogar noch ein bisschen mehr. Außer ich bin bereit, hier irgendwelche Holly-Bars umzutauschen. Dann könnte ich das natürlich schneller abschließen. Aber ich habe ja an der Stelle genug Zeit. Das heißt also noch viermal dann die 12 Stunden durchlaufen oder eventuell mache ich zwischendurch auch dann nochmal in 4 Stunden, wenn es passt, damit ich dann den letzten Stück, des letzten Block einfach schneller voll bekomme. Weil sobald ich das fünfte Item gekauft habe, wird nämlich hier der nächste Bereich freigeschaltet. Also von daher lohnt sich das schon, das ein bisschen vorzuziehen und nicht dann das Maximum mit den 12 Stunden rauszuholen. Weil insgesamt ist es ja egal welchen Timer-Slot ich aktiviere, ich bekomme eine Perle pro Stunde. Ich muss halt nur schauen, was für mich am besten geeignet ist, wann ich halt wieder am Rechner bin und damit ich die Zeit möglichst maximal ausnutzen kann. Und ja, das City Aquarium ist halt noch nicht verfügbar, weil hier brauche ich erstmal alle Marina-Items, die mit Sicherheit noch einiges mehr kosten werden, und dann 500 Perlen, wobei ich noch nicht weiß, ob ich die 500 Perlen insgesamt gehabt haben muss. Oder ob ich die tatsächlich in bar sozusagen vorliegen haben muss, weil dann dauert das noch ziemlich lange, bis das hier alles abgeschlossen ist. Weil ich kann das auch nicht großartig beschleunigen, außer natürlich hier, dass ich die direkt gegen Holly Bars einkaufe. Hier ist auch wieder so ein Ding, so von wegen, als ob das gerade runtergesetzt ist zum halben Preis. Die Frage ist, ob sich das je ändert, weil das ist jetzt auch schon bei Midas Gold Plus, seitdem die Haustiere eingeführt wurden, gab es ja, das, womit man die Haustiere füttert zum halben Preis. Aber das hat sich seither noch nie geändert. Es gab auch kein Update, womit sich das geändert hat. Das heißt, es sieht eher so aus, so nach dem Motto, es ist seine befristete Aktion, aber die Aktion ist gar nicht befristet, sondern man hat von vornherein einfach nur einen halben Preis draufgesetzt. Ich weiß nicht, ob das bei den Leuten wirklich greift, dass sie deswegen dann mehr Geld dafür ausgeben. Bei mir zieht es jedenfalls nicht und es motiviert mich jetzt nicht, da unbedingt Geld oder halt auch die Holly Bars auszugeben, sondern die nehme ich eher für den Profitmultiplikator, von dem ich mir mehr verspreche und einen höheren Bonus. So, Airport bleibt noch geschlossen. Das dauert noch ein bisschen, bis ich Level 22 erreiche. Mal sehen, wann ich die nächste Folge mache und ob ich bis dahin schon so weit gekommen bin. Trophys ändert sich nichts. Da bin ich jetzt bei 334 von 580. Ich glaube, bei 365 gibt es ein Achievement, das dann bei Steam abgebildet ist. Ja, bei 365 Trophäen und dann glaube ich bei 580, wenn man alle zusammen hat, nochmal. Also mal schauen, wann ich da die Sachen
dann freischalte. So, mein Office ist anscheinend noch nicht sehr weit gekommen wieder. Das heißt, das letzte Update mit 1,3 hoch 10 ja, ist noch nicht so stark eingeholt. Es ist schon größer, aber noch zu weit entfernt um den 1,7 hoch 11. Also da kriege ich aber noch ein paar Profit-Multiplikatoren. Das lohnt sich dann wieder. Inzwischen gehe ich auf jeden Fall so vor, dass ich mindestens die drei, beim letzten Mal habe ich sogar tatsächlich vier Upgrades auf einmal gekauft, weil ich das dann einfach gerade angeboten hat aufgrund des neuen Stadtlevels, weil ich bin dann gerade von Level 16 auf Level 17 gesprungen und dann hat sich das mit dem neuen Profitmultiplikator gleich gelohnt, da noch dran zu bleiben und dann eben bis zum vierten in dem Fall. Also von 107 bis 110 letztlich anzusammeln, weil das ist ja dann mein Stand danach gewesen. Klar, ich habe ordentlich ausgegeben, weil ich war, glaube ich, bei 2,2 hoch 110 und konnte mir damit dann vier Upgrades kaufen. Mal sehen, ob das hier auch wieder gelingt, ob sich das lohnt, dann bis zu dem zu warten oder dann einfach nach den dreien zu resetten. Weil, wie ihr seht, ist der Profitmultiplikator immer noch der geringste Multiplikator, der hier verwendet wird. Die anderen sind um einiges höher, obwohl sie sich natürlich auch direkt oder indirekt dann auf den Profit auswirken. Aber soweit von Holiday City Reloaded und mit dem aktuellen Stand, wie das eben mit den Ship-Missionen und den Marine-Items läuft. Also, soweit für heute von Holiday City Reloaded.